kann es Lisa tausendmal sagen, nimm eine Karte mit. Aber nein. Und nun hat sie sich verlaufen. Alleine in der Wildnis. Da ist ein Stall. Vielleicht ist jemand da. Hallo? Ist jemand da? Ja. Ah. Janine. Grüß Gott. Grüß Gott, Fräulein. Ich bin die Lisa aus der Schweiz. Ich bin der Opa. Oh, freut mich. Zum Glück bist du der Opa. Ich habe mich verlaufen. Ich suche den Weg ins Tal. Ja, wenn ich fertig bin mit Melken, dann gehen wir zusammen ins Tal. Zum Glück. Dann warte ich derweil. Ja, bitte. Oh. Ja, was machst du denn? Die Milch. Oh. Hoffentlich hast du nicht wehgetan. Nein, es ist alles okay. Gott sei Dank. Zum Glück hat Lisa den rüstigen Opa getroffen, der ihr erklärt, dass sie sich in Tux im Zillertal befindet. Auch erfährt sie, dass er seine Milch Tag für Tag runter nach Lannersbach trägt, wo sie dann im Hotel Jäger zu feinen Speisen und Getränken verarbeitet wird. Ja, Lisa, jetzt machen wir mal Pause. Ja, Prost. Prost. Aber Opa, etwas macht mir ein bisschen Sorgen. Weißt du, das mit der Milch, das tut mir furchtbar leid. Kein Problem, Lisa. Wir haben Milch genug. Und zweitens kannst du das ja abarbeiten. Ich kann helfen. Ich kann bei dir arbeiten ein bisschen. Ja, freilich. Oh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Die Sohn hat ein Hotel. Der braucht Personal. Gut, danke, danke. Bitte, bitte. Jetzt möchte ich dir, Lisa, noch ganz kurz etwas von früher erzählen. 1951 hat mein Papa Ölheizung und Warmwasser eingebaut. 1958 hat Opa Tipotsch seine Frau Notburger Erler geheiratet. Vor und auch nach der Hochzeit war der fleißige Mann ununterbrochen am Bauen. Es war ein langer, beschwerlicher Weg von einer kleinen Gaststube bis zum heutigen Hotel Jäger. Und hier in Vorderlanersbach steht nun das neue Hotel Alpenjuwel von Michael und Monika Tipotsch. Das ist nun dein Arbeitsplatz, Lisa. Grüß Gott, Alexandra. Ja, hallo, Lisa. Gut, dass du da bist. Mhm. Die Arbeit wartet schon auf dich. Ja, da brauchst du nicht so dreinschauen. Komm, gehen wir. Macht sich von allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann, wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann, was für den Bei ihrem ersten Großeinsatz als Zimmermädchen putzt Lisa nicht nur die großzügigen Badezimmer und das Treppengeländer gründlich, nein, auch die Suiten, Apartments und die Zimmer. Sie sind alle topmodern und sehr komfortabel eingerichtet. Ein Balkon ermöglicht einen herrlichen Bergpanoramablick auf die Zillertaler Alpen.
So, Lisa, jetzt geht's ins gediegene Restaurant. Ab in den Service. Du wirst es wohl schaffen, die exzellent zubereiteten Speisen noch warm zu servieren und die Gäste aufmerksam und königlich zu bedienen. Oh Lisa, hä? Der falsche Tisch. Mach das. Nimm sie ihn wieder weg. Ja, die zweite auch. Entschuldigung. Ah, oh, da? Ja, hierher. So. So, mein Herr, guten Appetit. Das ist falsch. Ja, da steht es einfach auf und wechseln Sie die Plätze. Ah, oder wir machen es so. So. Bitte, ja, euch doch einmal. Besten Dank. Et voilà. Guten Appetit. Es ist schon spät. Die Gäste haben den großzügigen Wellnessbereich bereits verlassen. Nun ist Lisa wieder im Einsatz. Als erstes die Wasserkontrolle. Wie macht man das wohl am gescheitst? Naja, so jetzt auch. Ehrgeiz und viel Geduld, wenn auch hin und wieder auf etwas unkonventionelle Art und Weise, versucht unsere Lisa, den großen, exklusiven Spa-Bereich mit Saunas, Dampfbad, Whirlpool, Ruheräumen und Wasserbetten auf Hochglanz zu bringen. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann. So, jetzt bin ich aber fertig. Fix und fertig. Ja, Lisa, heute warst du aber fleißig. Mhm. Und weil du so fleißig warst, darfst du mit uns heute Abend zur Fackelwanderung gehen. Wow! Und morgen gehen wir beide Skifahren. Wir zwei? Ja! Da freue ich mich. Eine Fackelwanderung von Vorderlanersbach, den Bach entlang nach Lanersbach, durch den verschneiten Winterwald. Das ist Romantik pur. Jäger warten bereits die Gastgeber Michael Tipotsch und seine Frau Monika auf ihre Gäste und heißen alle herzlich willkommen. Aufwärmen bei Speis und Trank und Tiroler Gastlichkeit.
Vom Hotel Alpenjuwel aus erreicht man die Talstation der Rasskogelbahn zu Fuß in wenigen Minuten. Hier sind Alexandra und Lisa zum Skifahren verabredet. Hey, hallo! Ja, hallo Lisa, los geht's, gehen wir! Die Seilbahn bringt unsere Skifahrerinnen direkt ins Skigebiet Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000. Die Pisten auf dem Hintertuxer Gletscher sind nicht weit von hier entfernt, um mit dem Skibus in wenigen Minuten zu erreichen. So. Ja, Lisa, hast du schon gebackt? Ja, leider. Musst du wieder nach Hause? Mhm. Und hat es dir gefallen bei uns? Ja, war sehr schön. Ich komme wieder einmal. Um zu arbeiten. Ja, warum nicht? Auf Wiedersehen. Tschüss. Und komm gut nach Hause. Ciao. Ciao. Thank you.